Ein Photovoltaikjahr geht zu Ende und ich möchte mir heute mal mit euch zusammen anschauen, wie im vergangenen Jahr an meiner Photovoltaikanlage der Ertrag, der Verbrauch und so weiter war. Ihr kennt meine Excel-Tabellen und so weiter, wo ich mich durchhangel und die möchte ich heute mit euch mir mal wieder anschauen und mal für das Jahr 2022 analysieren. Wenn euch das alles interessiert, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen auf dem Kanal Elektrocamping, dem einzigen Kanal, der die Elektromobilität mit Camping verbindet. Bevor wir loslegen, möchte ich euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr wünschen, einen erfolgreichen Start. Heute ist Freitag, also das neue Jahr ist ja bereits schon eine Woche oder eine knappe Woche in Gange. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und habt eine schöne Silvesterfeier gehabt. Aber heute wollen wir uns mal wieder um die Energiebeschaffung für die Elektromobilität kümmern. Und wie ihr wisst, habe ich eine relativ große Photovoltaikanlage am Dach. Ich verlinke euch da oben mal eine Playlist, wo ihr euch das in Ruhe anschauen könnt. Da habe ich mal drei Videos gemacht zum Thema Photovoltaik, zum Thema Sektorenkopplung und so weiter. Und heute wollen wir uns mal wieder anhand meiner Excel durchhangeln und schauen, wie das Jahr 2022 zu Buche geschlagen hat. So, meine Excel müsstet ihr ja mittlerweile kennen. Es gibt zwei Hauptstatistiken in meinen Augen. Das ist einmal diese hier, die zeigt mir ganz genau, wie viel Gewinn ich mit meiner Photovoltaikanlage gemacht habe. Da ich meine Grundanlage, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, also sprich die Südanlage mit Speicher, mit Wechselrichter, mit Umbauten an Infrastruktur bei mir und so weiter, habe ich ursprünglich mal mit Zinsen, mit allem drum und dran, wenn man alles mit reinrechnet, 45.407,46 € gezahlt. Und wenn ich das dann durch meine Laufzeit der Finanzierung rechne, habe ich monatlich 200 € zu zahlen für die Photovoltaikanlage. Also sprich, zahle ich an Finanzierung ab. So, jetzt ist es natürlich so, dass die mir auch jeden Monat einen Gewinn bringen würde, wenn ich keine Finanzierung hätte. Wenn ich die jetzt, keine Ahnung, geschenkt bekommen hätte, sagen wir mal so rum, dann hätte die zum Beispiel hier im Januar 66,12 € Reingewinn gemacht. Da ich aber immer meine Finanzierungsrate gegenrechnen muss, habe ich natürlich in diesem Monat gesamt ein Minus von 133,88 € gemacht. Ne? Also so rechne ich das immer. In dieser Statistik sage ich nein, ich sehe nicht den ganzen Batzen Geld mehr an. Ich schaue mir an, ich habe eine Monatsrate, da ist ja Zins und alles mit dabei, auf die Laufzeit und in der Zeit zahle ich diesen festen Betrag. Und was dann die Sonne mir an Energie gibt, das kann ich wiederum verkaufen oder selber nutzen, rechne eben diesen selber Nutzen mit aus und oder auch den Verkauf. Und dann habe ich eben hier einen Gewinn gemacht, zum Beispiel im Juni. Kein Wunder, wenn ich keine Finanzierung hätte, wäre das mein Gewinn gewesen. Durch die Finanzierung ist das mein Gewinn. Und das, die rote Linie, ist dann der Verlauf, wie sich es immer wieder natürlich in der dunklen Zeit, November, Dezember, Januar, Februar, nach unten geht und ab März dann wieder nach oben geht. Und man sieht immer, es schlängelt sich immer weiter nach oben. Und jetzt in dem Monat, beziehungsweise in dem Jahr, sind wir jetzt bei einem Plus von 1.507 €, hat mir die Anlage an Reingewinn gemacht. Ihr wisst, wie macht man Gewinn damit? Ich muss dafür weniger Strom beziehen, der immer teurer wird. Und ein bisschen was für ein paar Cent, bei mir sind es glaube ich noch 9 Cent oder sowas, kann ich meinen Strom noch verkaufen, wenn ich ihn nicht mehr selber nutzen kann. Das ist mein Gewinn daran. So, irgendwann ging auch die Rate mal höher, wo ich dann im Mai 2020 mir die Nordbelegung mit dazu geholt habe. Hier ist immer Mai 2020. Die habe ich dann einfach die Restlaufzeit meiner Hauptfinanzierung genommen und diese guten 17.000 €, die ich nochmal für die Nordbelegung gezahlt habe, aufgeteilt. Warum? Weil ich die nicht finanziert habe, die habe ich so gezahlt und deswegen habe ich da keine Zinsen. Jetzt könnte man natürlich gegenrechnen, ich könnte mit dem Geld irgendwas anderes machen, wenn ich es nicht in Photovoltaik gesteckt habe. Das habe ich aber sein gelassen. Ich habe einfach den Kaufpreis geteilt durch die Monate der Restfinanzierung oder der Restlaufzeit von der Hauptfinanzierung genommen. Und dadurch geteilt, dass die zusammen auslaufen. So, deswegen ist da einfach die Differenz dann höher geworden ab dem Mai. Ihr seht auch die Schlangenlinie, die am Anfang relativ flach gingen dann ab Mai relativ stark. Also ich mache im Sommer natürlich mehr Gewinn, weil ich mehr Photovoltaikfläche habe und mache im Winter mehr Verlust, weil ich natürlich mehr abzahlen muss. Aber im Großen und Ganzen geht es schneller. Also die Nordanlage hat sich bei mir auf jeden Fall rentiert. Der Amortisierungsgrad geht deutlich schneller. Man sieht es auch hier ein bisschen. Hier mache ich es genau andersrum. Ich sage mir,
Ich habe den Batzen mit Kosten, mit Zinsen, mit allem drum und dran. Und der hat sich hier von Oktober 18 von einem Minus von 45.500 grob gerechnet bis zum April auf 21 oder fast 42.000 minimiert. Dann kam nochmal der Batzen mit dazu, Duzen nach unten. Da kamen diese guten 17.000 Euro nochmal mit dazu. Und dann hat sich davon minus 58.600 auf einen Minus von 48.263 entwickelt. Ich rechne dann hier ab der gestrichelten Linie ist immer eine Prognose. Rechne ich immer den Sonnenertrag der, oder den Gewinn, sagen wir so rum, den oder die Verlustreduzierung der letzten 3 Jahre im Durchschnitt. Und daraus macht er dann immer eine Prognose. Und wenn die zutrifft, würde ich im, wo sind wir? So, hier sind wir beim Februar 35. Hier wären wir dann, würden wir dann ins Plus gerutscht sein und hätten dann sozusagen, würde die Anlage komplett amortisiert sein und damit auch ins Plus rutschen. Das wären dann 17 Jahre von 2018 bis 2035, oder eigentlich müssen wir 16 Jahre sagen, weil die ging ja erst 2019 in Betrieb dann. Ich gehe davon aus, es wird noch ein bisschen schneller, weil er im Moment bei seiner 3-Jahres-Prognose ja teilweise noch die kleine Photovoltaikanlage drin hat, weil ich die noch keine 3 Jahre habe. Dann würde er auch die Prognose immer weiter Monat für Monat für Monat korrigieren, bis er dann eben die Kurve wahrscheinlich ein bisschen steiler berechnet. Also ich schätze mal so um die 32, 33 wird sich meine Anlage rentiert haben. Jo, wenn wir jetzt mal weiterschauen, hier habe ich noch so eine kleine Statistik zum Strombetreiber, sehe ich immer, was habe ich im Monat verbraucht, abzüglich dem, was zum Beispiel mir die Bayernwerke an monatlichen Abschlag überweisen oder ich an die Herzogwerke als Abschlag überweisen muss, beziehungsweise die einziehen. Und dann sehe ich immer, ob ich am Ende des Jahres was nachzahlen muss oder nicht. In dem Jahr sollte ich von beiden was rausbekommen, von den Herzogwerken, das ist mein Strombetreiber. Oder mein Stromanbieter, da kriege ich natürlich haufenweise raus. Warum? Ich habe letztes Jahr meinen Abschlag erhöht, weil ich ein bisschen was nachzahlen musste. Und zum Zweiten hatten wir zwischen Juli und Dezember einen niedrigeren Strompreis, weil ja da diese Strompreissperre gezogen hat. Und deswegen habe ich ein ordentliches Plus und kriege von den Herzogwerken ordentlich was raus. Bei den Bayernwerke, die mir monatlich was überweisen, dafür muss ich denen Strom liefern, war die Berechnung relativ gut. Da würde ich jetzt am Ende Dezember 24 Euro von denen rauskriegen. Am Anfang in dieser Dunkelflautenmonat war es natürlich relativ weit unten und dann ging es hier in der guten Zeit hoch und zum Schluss jetzt Oktober, November, Dezember wieder ein wenig runter. Aber zum Schluss ziemlich eine Punktlandung, finde ich eigentlich ganz gut. So, Durchschnittsabweichung, das finde ich auch immer ganz interessant. Es gibt ja hier diese Webseite, dieses nicht, die hier da. Die Photovoltaic Geographical Information System verlinke ich euch unten. Da könnt ihr mal hier reingeben. So, was habt ihr für ein Solarsystem? Erstmal müsst ihr sagen, wo wohnt ihr genau? Haben wir hier unten auch suchen. Geht eigentlich ganz gut. Und dann könnt ihr hier angeben, wie viel Verschattung habt ihr, wie viel Systemverlust habt ihr, was für eine Technologie habt ihr und so weiter. Und dann druckt ihr euch oder macht ihr euch eine Prognose. Die hätte ich jetzt zum Beispiel mal einmal, wo ich das zwei, also Mai 2020, habe ich mir die dann hier auch hingeschrieben, die druckte dir dann aus und die habe ich dann hier. Und anhand dieser Prognose habe ich mir dann, ist das dann die Realität? Und da sieht man, in dem ganzen Jahr 2022 war ich 266 Kilowattstunden habe ich weniger produziert, als es von dieser Webseite prognostiziert wird. Im Februar war ich drüber, im März war ich massiv drüber. Mein bester Monat im Gegensatz zur Prognose. Der ganze Sommer war sehr gut und jetzt ab September war es eher mau und der Dezember war natürlich total mau. Im Großen und Ganzen war es aber ein besseres Jahr als zum Beispiel 2021. Ich glaube, das sieht man schon. Da hat man auch in den Sommermonaten sehr viel, was da maßgeblich nach unten ging. Im Gegensatz zu hier 2020 oder 2019, wo es doch eher ein Plus war. Also 2021 war für mich hier ein sehr schlechtes Photovoltaikjahr. 2022 war ein gutes Photovoltaikjahr. Im Großen und Ganzen war es das heute schon. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie bei mir das Photovoltaikjahr im letzten Jahr war. Ihr habt es jetzt auch gesehen anhand der Statistiken, dass es eigentlich ein gutes Photovoltaikjahr war. Und so kann es auch in diesem Jahr 2023 natürlich weitergehen. Viele schöne Sonnenstunden, wenig Bewölkung.
Und wenn es bewölkt ist, also auch wenn es regnet, das finde ich immer ganz wichtig, dann möglichst in der Nacht, weil da ist die Sonne eh weg, da kann es immer gern regnen und am Tag die Sonne scheinen, würde ich perfekt finden für meine Photovoltaikanlage. Und jetzt nochmal ganz wichtig, als immer wieder heißt, Photovoltaik lohnt sich nicht. Photovoltaik hat sich von 2001, wo das EEG-Gesetz ins Leben gerufen wurde, immer rentiert. Früher anders, früher hat man eben einfach, keine Ahnung, 20 Cent Strompreis gehabt und 50 Cent für die Einspeisung bekommen. Da hat man natürlich seinen ganzen Strom verkauft und seinen Strom, den man braucht, bezogen. Das war eine andere Strategie. Heute ist es anders. Heute kriegt man halt noch 6 Cent für die Einspeisung. Dafür ist der Strompreis auf, keine Ahnung, 40 Cent oder sogar mehr im deutschen Durchschnitt gestiegen. Und deswegen muss man heute sagen, so wenig wie möglich beziehen, so viel wie möglich Strom selber verwenden, hat man immer was von. Und genau das ist die Strategie. Also nächstes Jahr wird es bei mir sehr spannend sein. Durch diesen steigenden Strompreis wird sich natürlich meine Amortisierungsrate deutlich verbessern, dann auch mit der Photovoltaikanlage, weil natürlich der Strompreis so deutlich gestiegen ist. Ich habe prinzipiell nichts davon, weil ich trotzdem mehr zahle. Ist ja klar, der Strompreis hat sich auch für mich erhöht. Ich muss mehr zahlen, wenn ich was beziehe, gerade im Winter mit meiner Wärmepumpe. Aber der Amortisierungsgrad oder die Amortisierungsgeschwindigkeit meiner Photovoltaikanlage wird sich natürlich deutlich verschnellern, beschleunigen. Genau. So, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video geholfen. Ihr könnt mir gerne kommentieren, wie euer Photovoltaik-Jahr 2022 war. Würde ich gerne mit euch in die Diskussion gehen. Ich würde euch da drüben noch mal ein paar andere Videos verlinken, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und dann sage ich mal wieder bis bald hier auf diesem Kanal. Ciao.